Guten Tag, ich danke auch dem Bürgermeister und seinem Team, im Manson House uns heute Nachmittag aufgenommen zu haben. Bei diesem schlechten Wetter möchte ich kurz vor der Rede noch Folgendes sagen. Alle in unserem Land, die sich bemühen, anderen Menschen bei dieser Wetterlage zu helfen, verdienen unseren Dank. Unsere Streitkräfte, die Polizei, alle anderen, Betreuer, das Gesundheitswesen, damit unsere Behörden funktionieren. Viele Freiwillige machen mit und dafür danken wir. Ihr Beitrag ist ein Zeichen dafür, was wir als Land darstellen und wir wissen dies in dieser Zeit zu schätzen. Ich möchte nun meine Vorstellungen von der künftigen wirtschaftlichen Partnerschaft beschreiben zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union. Es hat da viele verschiedene Stimmen gegeben über unsere neuen Beziehungen zur EU, wie sie aussehen sollen. Ich habe mir sorgfältig alles angehört. Wenn wir aber unseren Weg abstecken gegenüber der EU, möchte ich auch einen Blick zurückwenden. Vor 18 Monaten stand ich in der Downing Street und wandte mich an unsere Nation, erstmals als Premierministerin. Ich hatte damals dem Volk, dem ich diene, Folgendes versprochen. Ich weiß, dass Sie rund um die Uhr arbeiten, Ihr Bestes tun. Ich weiß, dass das Leben auch ein Kampf sein kann. Die Regierung, die ich führe, wird nicht gesteuert durch die Interessen der privilegierten wenigen, sondern durch ihre Interessen. Wir werden alles tun, damit sie ihr Leben besser unter Kontrolle halten können. Bei den großen Aufgaben denken wir nicht an die Mächtigen, sondern an sie. Bei neuen Gesetzen hören wir nicht auf die Mächtigen, sondern auf sie. Bei den Steuern liegt unsere Priorität nicht bei den Reichen, sondern bei ihnen. Bei den Chancen werden wir nicht die Vorteile der Reichen im Auge haben, sondern wollen allen helfen, unabhängig vom Hintergrund, damit jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten und Talente leben und arbeiten kann. Wir erleben einen wichtigen Augenblick in der Geschichte unseres Landes. Wenn wir die Europäische Union verlassen, wir werden eine kühne, neue, positive Rolle für uns in der Welt ausgestalten und Großbritannien zu einem Land machen, das nicht für privilegierte wenige, sondern für jeden von uns tätig wird. Das ist unserem Volk im Vereinigten Königreich versprochen worden und das leitet mich auch bei den Verhandlungen mit der EU. Und für mich bedeutet das fünf Dinge. Zuerst einmal muss die Einigung mit der EU dem Referendum Rechnung tragen. Diese Volksabstimmung bedeutet, wir wollen unsere Grenzen, unsere Gesetze und dergleichen kontrollieren. Wir wollen einen umfassenden Austausch haben. Niemand darf zurückbleiben. Es ging nicht um eine Abstimmung über ein entferntes, distanziertes Verhalten zu unseren Nachbarn. Die neue Einigung mit der EU muss zu Folgendem führen. Nach dem Brexit wollen die EU und Großbritannien weitermachen mit dem Aufbau einer besseren Zukunft für unsere Völker. Wir wollen nicht weiter verhandeln, weil irgendetwas gescheitert ist. Drittens müssen die Arbeitsplätze, muss die Sicherheit der Menschen gewahrt werden. Die Menschen bei uns haben dafür gestimmt, dass wir eine neue, andere Beziehung zu Europa aufbauen. Die Mittel mögen sich ändern. Unsere gemeinsamen Ziele haben sich aber nicht geändert. Wir wollen weiterhin wachsen, mit unserer Volkswirtschaft und unseren Menschen Sicherheit bieten. Es geht auch um das Land, das wir darstellen wollen. Ein modernes, offenes, nach außen schauendes, tolerantes, demokratisches Land in Europa. Ein Land der Innovatoren, der Erfinder, der Entdecker. Ein Land, das unsere Geschichte, unsere Vielfalt im Auge hat und vertrauensvoll auf den Platz in der Welt blickt, unter Wahrung unserer Verpflichtung gegenüber unseren Nachbarn und Freunden. Wir treten für unsere Werte ein. Und fünftens, bei all dem müssen wir auch unsere Einheit der Nation, unseren inneren Zusammenhalt stärken. Unser Land muss zusammengeführt werden. Wir müssen an alle denken, die diese Frage interessiert, auf beiden Seiten der Diskussion. Ich als Ministerpräsidentin, als Premierministerin darf sie alle vertreten. England, Schottland, Wales und Nordirland, den Norden und den Süden, Küstenstädtchen, Dörfchen auf dem Lande und unsere großen Städte. Das sind die fünf Kriterien für die Einigung, die wir haben wollen. Umsetzung der Entscheidung des britischen Volkes, mit Blick auf eine dauerhafte Lösung, Schutz unserer Sicherheit und unseres Wohlstands, Lieferung eines Ergebnisses, das dem Land entspricht, das wir sein wollen. Unser Land muss zusammenhalten. Der Zusammenhalt unseres Volkes ist uns wichtig und ist wertvoll.
Wir nähern uns einem entscheidenden Augenblick. Wir stehen vor einer komplexen Aufgabe. Wir müssen nicht nur über den Ausstieg aus einer Organisation verhandeln, sondern wichtige Teile unseres Lebens als Nation sind berührt. Wir brauchen auch neue, dauerhafte Beziehungen. Gleichzeitig müssen wir die Unsicherheit überwinden, die mit solchen Verhandlungen verbunden ist. Aber wir machen wirkliche Fortschritte. Ende letzten Jahres hatten wir die Grundbestandteile unseres Rückzugs festgelegt. Wir sind dabei, diese Einigung zu einem rechtlich haltbaren und tragbaren Entwurf umzugestalten. Der erste Entwurf ist von der Kommission am Mittwoch vorgelegt worden, aber niemand darf Zweifel daran haben, dass wir bei dem gemeinsamen Bericht vom Dezember, den wir veröffentlicht haben, bleiben. Wir sind beim Umsetzungszeitraum dicht bei dieser Vereinbarung. Das war auch ein Teil der Vereinbarung vom Dezember. Natürlich gibt es noch Differenzen, aber ich vertraue darauf, dass sich das in den nächsten Tagen beseitigen lässt. Das Vereinigte Königreich und die EU wissen, dieser Umsetzungszeitraum muss zeitlich begrenzt sein und darf kein Dauerzustand werden. Aber es ist entscheidend, dass die Regierungen, die Unternehmen, die Bürger auf beiden Seiten die Zeit bekommen, die sie brauchen, um sich auf die neuen Beziehungen einzustellen. Wenn dies vereinbart ist, dann möchte ich, dass beide Seiten sich mit aller Macht für diese neue Beziehung einsetzen. Bevor wir das aber tun können, müssen wir detaillierter darstellen, welche Beziehungen wir haben wollen. Anschließend an meine Reden in Lancaster House und im Ausland. Ich habe im letzten Monat in München gesprochen über die Sicherheitspartnerschaft, die wir anstreben. Und heute geht es mir um den anderen Pfeiler dieser Beziehungen. Aufbau der wirtschaftlichen Partnerschaft. In meiner Rede in Florenz hatte ich dargelegt, weshalb die derzeitigen Modelle der wirtschaftlichen Partnerschaft entweder nicht unserem Ehrgeiz entsprechen oder untragbare Belastungen für unsere Demokratie darstellen. Das norwegische Modell ist da, da würden wir im Binnenmarkt bleiben, aber wir würden dann neue EU-Gesetze automatisch umsetzen müssen in vollem Umfang. Es würde auch bedeuten, dass weiterhin Freizügigkeit gilt. Andere haben angeregt, wir sollten ein ähnliches Freihandelsabkommen wie im Falle von Kanada mit der EU bekommen oder nach den Bedingungen der Welthandelsorganisation verfahren. Aber das wäre eine deutliche Einschränkung des Zugangs zu den jeweiligen Märkten im Vergleich mit dem heutigen Zustand. Zollkontrollen, Regulierungsüberprüfungen an den Grenzen würde das mit sich bringen. Unsere Lieferketten würden gestört. Unsere Unternehmen brauchen diese Lieferketten. Und da gibt es verschiedene Verpflichtungen auch in Bezug auf Nordirland seitens der EU und seitens Großbritanniens. Und das will ich noch näher beleuchten. Verschiedene britische Regierungen haben unermüdlich daran gearbeitet, zusammen mit allen Parteien in Nordirland und der irischen Regierung, die historische Leistung des Friedens zu verwirklichen. Eine Leistung, auf die wir alle stolz sein müssen und die wir wahren und schützen müssen. Deshalb habe ich die Vereinbarung von Belfast in den Kernbereich des Ansatzes in der EU gestellt. Unser Ausscheiden aus der EU bedeutet große Aufgaben für Nordirland und für die Republik Irland. Wir sind vor 45 Jahren gemeinsam in die EU gekommen und es ist nicht überraschend, dass unser Ausstiegsbeschluss den Wunsch nach konkreten Lösungen nach sich gezogen hat. Und zwar immer schon klar, dass wir nicht in Irland zu einem tiefen Einschnitt kommen wollen. Das wollen wir nicht mehr. Wir wollen auch entsprechende Kontrollen nicht mehr wie früher haben. Aber es reicht nicht aus zu sagen, wir werden keine deutliche Grenze einführen, wenn die EU uns zu dem und dem zwingt. Wir haben uns für den Ausstieg entschieden und sind verantwortlich für den Beitrag zu einer Lösung. Allein können wir das aber nicht. Alle müssen zusammenarbeiten. Und der irische Ministerpräsident, der Taoiseach und ich haben uns vor kurzem getroffen. Unsere Teams und die Kommission müssen genau diese Zusammenarbeit leisten. Noch ein letzter Punkt dazu. Es wäre nicht akzeptabel, zu einer einen tiefen Einschnitt bedeutenden Grenze zwischen Irland und Nordirland zu kommen. Es ginge auch nicht an, den gemeinsamen Markt des Vereinigten Königreichs zu stören, indem wir eine Zollregelung
der alten Art in Irland an der irischen Grenze schaffen. Ich lege mich hier fest. Als Premierministerin des gesamten Vereinigten Königreichs werde ich nicht zulassen, dass unser Ausstieg aus der Europäischen Union etwas mit sich bringt, das die historischen Fortschritte gefährdet, die wir in Nordirland gemacht haben. Ich werde auch nichts zulassen, was die Integrität unserer wertvollen Union gefährden könnte. Die derzeitigen Modelle sind also nicht der beste Weg voran für die EU oder das Vereinigte Königreich. Bevor ich aber zu einem neuen und besseren möglichen Modell komme, will ich ganz offen Folgendes sagen. Die Realität sieht so aus, dass wir uns harten Fakten stellen müssen. Wir verlassen den Binnenmarkt. Das Leben wird anders ausfallen. In gewisser Weise ist unser Zugang zu den jeweiligen Märkten eingeschränkt gegenüber der Vergangenheit. Wie können die Rechte und Verpflichtungen der EU beibehalten werden, wenn das Vereinigte Königreich oder irgendein anderer Staat alle Leistungen haben wollen ohne Verpflichtungen? Wir müssen also ein neues Gleichgewicht finden. Wir werden aber nicht die Rechte Kanadas oder die Verpflichtungen von Norwegen zusammenbekommen. Das zweite harte Faktum ist Folgendes. Es geht um die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, des EuGH. Und wir werden weiterhin von dort beeinflusst werden. Der EuGH legt also fest, ob Vereinbarungen der EU rechtmäßig sind nach den eigenen Rechtsvorschriften der EU, wie die USA ja auch festgestellt hatten, als der Datenaustausch vom EuGH in der bisherigen Form angefochten wurde. Hier wird das EU-Recht in das britische Recht überführt werden. Also Fälle werden dann von unseren Gerichten entschieden werden, aber unsere Richter werden weiterhin, wo angemessen, Urteile des Europäischen Gerichtshofs berücksichtigen, genau wie auch Urteile der Gerichtshöfe anderer Länder. Und wenn wir also ein vergleichbares Gesetz wie in der EU bei uns bekommen, dann kann man sich auf die Vorlagen dort stützen, damit wir die beiden Gesetzesformen stimmig auslegen können. Das Vereinigte Königreich sollte also weiterhin an EU-Agenturen mitarbeiten. Es geht hier um den entsprechenden Handlungsspielraum des EuGH, des Europäischen Gerichtshofs. Die neuen Verträge und auch das EU-Recht werden künftig aber nicht mehr im Vereinigten Königreich Gültigkeit haben. Die Einigung, die wir erreichen, muss also die Souveränität des Vereinigten Königreichs und der Rechtsordnung der EU berücksichtigen. Die Zuständigkeit des EuGH in Großbritannien wird zum Ende gehen. Wir brauchen auch einen letztendlichen Entscheider über Streitfälle. Das kann nicht ein Gerichtshof einer der beiden Parteien sein. Wenn wir Zugang zu den Märkten des jeweils anderen haben, dann muss das fair geschehen. Wie bei allen Handelsabkommen müssen wir die Notwendigkeit fester Verpflichtungen akzeptieren. Bestimmte Teile unserer Vorschriften bei staatlichen Beihilfen und beim Wettbewerb könnten weiterhin angepasst werden an die EU. Das Vereinigte Königreich hat hier viel vorangetrieben und wir haben viel dabei zu gewinnen, wenn wir bei Beihilfen und bei kartellrechtlichen Festlegungen auf den Grundlagen aufbauen. Wie in Florenz gesagt, wir haben eigentlich auch viele Grundüberzeugungen. Fairer Wettbewerb, starke Verbraucherrechte und dergleichen. Und es geht nicht um die übermäßige Subventionierung der eigenen Wirtschaft zulasten anderer. Die Rechte der Arbeitnehmer, die Umwelt, das sind Fragen, wo wir nicht andere nach unten unterbieten wollen. Es gibt im Vereinigten Königreich niemand, der dafür eintreten würde, ganz im Gegenteil. Schließlich müssen wir auch die Spannungen bei unseren Hauptzielen auflösen. Wir wollen die Freiheit haben, Handelsabkommen mit anderen Staaten weltweit auszuhandeln. Wir wollen unsere Gesetze wieder zu uns zurückbringen. Wir wollen möglichst wenig Grenzen zwischen uns und der EU. Wir wollen nicht die integrierten Lieferketten, von denen unsere Unternehmen abhängig sind, zerstören. Wir wollen keine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland. Aber es gibt auch Spannungen in der Position der EU und einige harte Fakten, die man auch dort sehen muss. Die Kommission hat angedeutet, der einzige Weg für das Vereinigte Königreich sei ein Modell von der Stange gewissermaßen. Man hat aber auch gesagt, in bestimmten Bereichen könnte keines der Drittlandsabkommen der Europäischen Union anwendbar sein. Und die Leitlinien müssen sich beziehen auf eine ehrgeizige Regelung für einen fairen und gleichen Wettbewerb. Das geht nicht nach dem Modell Kanada,
Da würde das SWIFT nicht in dieser Form funktionieren und es ist schwer zu sehen, wie es mit dem Rest der EU liegen kann, dass die Regulierungsvorgaben des Vereinigten Königreichs so unterschiedlich sind wie die Kanadas. Wir müssen dann auch noch sehen, dass es sich um laufende Verhandlungen handelt. Niemand kann alles bekommen, was er haben will. Aber ich vertraue darauf, dass wir uns einigen können. Wir wollen beide einen guten Zugang zu den jeweiligen Märkten, einen Wettbewerb, einen fairen und offenen Wettbewerb zwischen uns, und wir wollen verlässliche, transparente Mittel, um das Ganze zu überprüfen und Streitfälle beizulegen. Wir müssen unsere Ziele erreichen, müssen über die Präzedenzfälle hinausblicken und ein neues Gleichgewicht finden, wie in der Sicherheitsfrage. Ich strebe Beziehungen an, die über die reinen Verhandlungen hinausgehen. Wir müssen die Interessen der jeweils anderen Seite auch stützen. Ich möchte also eine möglichst weitreichende, tiefreichende Partnerschaft in vielen Bereichen mit mehr Kooperation als bisher irgendwo sonst im Freihandel auf der Welt. Und wie ich noch beschreiben werde, brauchen wir auch Abmachungen in vielen Bereichen, die unsere Beziehungen betreffen. Und das ist auch erreichbar, meine ich, denn es liegt im Interesse auch der EU, nicht nur in unserem Interesse. Die EU ist der größte Markt des Vereinigten Königreichs und umgekehrt. Außerdem haben wir einen einmaligen Ansatzpunkt. Ab Tag 1 haben wir die gleichen Regeln und Vorschriften gehabt. Wir können also zwar verschiedene Systeme einander näher bringen, wir müssen dabei aber auch die Beziehungen steuern, wenn wir zwei unterschiedliche Rechtssysteme haben. Dies durchzuführen und diese ehrgeizigen Aufgaben zu sehen, dafür brauchen wir 5 Grundlagen für unsere Handelsbeziehungen. Unsere Vereinbarung muss wechselseitig geltende, verpflichtende Vorschriften umfassen. Das ist ein Teil jeder Handelsvereinbarung. Deshalb sollte ein Land eine privilegierte wirtschaftliche Partnerschaft anstreben, ohne Regressmöglichkeiten, wenn die andere Seite gegen den Geist der Vereinbarung verstoßen sollte oder gegen die Praxis. Unsere geografische Nähe spielt ja eine Rolle. Das bedeutet, dass diese wechselseitigen Verpflichtungen besonders wichtig sind, um dafür zu sorgen, dass britische Unternehmen fair mitkonkurrieren können auf den Märkten der EU und umgekehrt. Eine tiefe, umfassende Vereinbarung mit der EU muss also auch Verpflichtungen beinhalten, die darlegen, wie die jeweiligen Wirtschaftszweige verflochten sind. Dann brauchen wir einen Schlichtungsmechanismus, der völlig unabhängig ist. Eine Schiedsgerichtsbarkeit. Wir brauchen also eine Regelung, wo alle Meinungsverschiedenheiten beigelegt werden können, auf faire und kontinuierliche Weise. Angesichts der engen Beziehungen, die wir haben wollen, brauchen wir einen laufenden Dialog mit der EU und müssen dafür sorgen, dass wir uns regelmäßig konsultieren können. Vor allem sollten unsere Regulierer zusammenarbeiten, wie sie dies ja international schon tun. Das wird wesentlich sein für alles. Neue Arzneimittel, neue Patente und so weiter und so fort. All das muss funktionieren. Wir fangen dort an und machen dort weiter, wo es schon bestehende Beziehungen gibt, sodass das Vertrauen bewahrt wird und nicht überhaupt erst einmal aufgebaut werden muss. Dann brauchen wir auch eine Regelung im Datenschutz. Ich habe das in München schon gesagt, bei der Sicherheitsfrage. Freie Datenströme sind entscheidend für beide Seiten bei allen modernen Handelsbeziehungen. Wir haben hier einen sehr hohen Standard bei uns im Vereinigten Königreich beim Datenschutz und wollen eine Regelung mit der EU, die die Stabilität und das Vertrauen sichern, die Unternehmen und Privatpersonen anstreben, wenn es darum geht, die starken Handelsbeziehungen mit der EU auszubauen. Es geht also nicht nur um Angemessenheit. Ich möchte eine weiterführende Aufgabe für die entsprechende Stelle bei der Kommission, den entsprechenden Kommissar. Wir müssen eine einheitliche Anlaufstelle haben bei Streitigkeiten im Datenschutzbereich. Und schließlich müssen wir die Beziehungen zwischen unseren Völkern aufrechterhalten. Die EU-Bürger sind ein integraler Bestandteil des sozialen Gefüges unseres Landes. Britische Bürger sehen das genauso in vielen Gemeinden unseres Landes. In jeder Phase der Verhandlungen habe ich also die Interessen der EU-Bürger und der britischen Staatsbürger in den Kernbereich unseres Ansatzes gestellt. Wenn wir die EU verlassen, dann wird die Freizügigkeit der Menschen wie bisher aufhören. Wir werden kontrollieren, wer in unser Land kommt und dort arbeitet. Britische Bürger werden aber weiterhin in der EU arbeiten und studieren wollen.
Genauso gilt das umgekehrt. Wir wollen dazu beitragen, dass Wachstum, Innovation und Unternehmergeist gefördert werden. Unternehmen im gesamten Königreich und in der EU müssen Mitarbeiter frei einstellen können. Und wir werden darüber reden müssen, wie wir diese wertvollen Beziehungen schützen können. Es geht um einen freien, lauteren Wettbewerb, Schlichtungsmechanismen, einen laufenden Dialog, Datenschutzregelungen und die Aufrechterhaltung der Beziehungen zwischen unseren Menschen. Das sind die Grundlagen für das ehrgeizige Vorhaben in dieser beispiellosen Partnerschaft. Das muss dann zugeschnitten werden auf die Bedürfnisse unserer Volkswirtschaften. Das folgt dem Ansatz der EU bei den früheren Handelsabkommen, die man dort abgeschlossen hat, und auch bei dem eigenen Binnenmarkt der EU, wie er sich entwickelt hat. Das Abkommen mit der Ukraine ist hier zu nennen oder auch mit Südkorea. Da sind Bestimmungen, wo man meinetwegen die Zulassung neuer Automodelle anerkennt, während das bei Kanada in dem Abkommen dort nicht der Fall ist. Wir haben bei uns Anerkennung von Maschinenprüfungen. In unserem Vertrag mit Südkorea ist das nicht festgeschrieben. Also es ist unterschiedlich. Wir müssen maßgeschneidert vorgehen, genau wie bei der EU. Im Fischfang zum Beispiel hat die Kommission deutlich gemacht, dass es hier keine Präzedenzfälle gäbe für den Zugang, den man vom Vereinigten Königreich dort haben will. Jedes Freihandelsabkommen sieht einen unterschiedlichen Marktzugang vor, je nach den Interessen der beteiligten Staaten. Wenn man sich hier etwas heraussucht, Rosinen heraussuchen will, dann gilt das für jede Form von Handelsabkommen. Die EU hat mit all ihren Nachbarn unterschiedliche Formen des Zugangs zum Binnenmarkt festgelegt, je nach den Verpflichtungen, die die Nachbarn mitmachen wollen. Rosinenpickerei wäre es, wenn wir eine Regelung anstrebten, wo unsere Rechte und Verpflichtungen nicht im Gleichgewicht stünden. Und ich mache deutlich, dass wir dies nicht mittragen werden. Ich halte es für pragmatisch, für einfach vernünftig, dass wir für beide Seiten das beste Ergebnis anstreben. Wie sollen wir das bei den Waren meinetwegen angehen? Das ist der Bereich, wo der Binnenmarkt besteht, etabliert ist. Das Vereinigte Königreich und die EU haben hier starke Handelsinteressen an integrierten Lieferketten, die über 40 Jahre hinweg aufgebaut worden sind in unserer Mitgliedschaft. Wenn es um Waren geht, um Güter, dann geht es vor allem darum, dass hier alles möglichst reibungslos an den Grenzen ablaufen muss. Wir wollen also keine Zölle oder Quoten sehen. Und das ist in Wien ja auch in einer Rede deutlich gemacht worden. Wir müssen dafür sorgen, dass nur eine Zulassung in einem Land nötig sein muss, um zu zeigen, dass man die erforderlichen Vorschriften erfüllt, für die gesamte EU zum Beispiel. Wir brauchen ein umfassendes gegenseitiges Anerkennungssystem. Das Vereinigte Königreich verpflichtet sich, dass die eigenen Regulierungsstandards genauso hoch bleiben werden wie die in der EU. In der Praxis heißt das, dass die Regulierungsvorschriften künftig weitgehend ähnlich bleiben werden. Viele dieser Standards bauen auf internationale Normen und Standards, die von Nicht-EU-Gremien, denen wir weiterhin angehören werden, aufgebaut worden sind. Meinetwegen die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa für Fahrzeugsicherheit als Beispiel. Viele Länder, die Türkei, Südafrika, Japan und Russland, meinetwegen, gehören diesen Vereinbarungen ebenfalls an. Ich habe in der Rede in Florenz schon gesagt, dass dies unterschiedlich angegangen werden kann. Das britische Recht muss nicht immer dem EU-Recht entsprechen, man sollte aber die gleichen Ergebnisse liefern können. Das Parlament könnte sich für ein gleichförmiges Gesetz entscheiden, in manchen Fällen, je nach Situation. Es liegt im Interesse, dass wir hier einen einzigen Satz von Regulierungsvorschriften haben für den Warenaustausch. Wenn das Parlament beschließen sollte, die gleichen Ergebnisse nicht wie in der EU anstreben zu wollen, dann kann das auch Folgen für unseren Marktzugang haben. Und dann wird ein unabhängiger Mechanismus gefunden werden müssen, um diese Regelungen zu beaufsichtigen. Wir wollen mit der EU auch der Frage nachgehen, wie die EU und Großbritannien den verschiedenen Instanzen angehören können, den Agenturen für Arzneimittel und so weiter.
Die Arzneimittelagentur, die Chemikalienagentur und die Europäische Flugsicherheitsbehörde sind hier zu nennen. Das heißt also, dass die Vorschriften dort eingehalten werden, dass entsprechende Finanzbeiträge fließen. Ich möchte erläutern, was ich als Vorteil dabei sehe für uns und für die EU. Eine assoziierte Mitgliedschaft in diesen Agenturen ist der einzige Weg, unsere Ziele zu erreichen, damit Produkte nur einmal zugelassen werden müssen in einem Land. Diese Behörden, diese Agenturen sind entscheidend wichtig, um die Vorschriften dafür zu erlassen. Und wenn wir eine assoziierte Mitgliedschaft aushandeln können, dann können wir auch dafür sorgen, dass unser fachlicher Sachverstand bereitgestellt wird. Die assoziierte Mitgliedschaft könnte britischen Unternehmen die Möglichkeit bieten, bestimmte Aufgaben der Agenturen auch bei britischen Gerichten regeln zu lassen. In der Schweiz ist es ja so, dass die assoziierte Mitgliedschaft in der Europäischen Flugsicherheitsbehörde bedeutet, dass die Flugfähigkeit und die dafür geltenden Vorschriften von den eigenen schweizerischen Behörden in diesem Fall geprüft werden. Sonst müssten die schweizerischen Fluggesellschaften in einen anderen Mitgliedstaat gehen oder an die Agentur sich wenden und alles müsste über den EuGH rechtlich geregelt werden. Es gibt noch weitere Vorteile. Die Mitgliedschaft bei der Europäischen Arzneimittelagentur würde bedeuten, dass in neue Pharmaka weiterhin im Vereinigten Königreich investiert werden kann. Und das würde dann alles schneller an die Patienten gehen, zu den Patienten kommen, als wenn der langwierige Prozess von Genehmigungen überall durchgezogen werden müsste. Es wäre auch gut für die EU, denn die Regulierungsstelle im Vereinigten Königreich untersucht und prüft mehr Arzneimittel als irgendein anderer Mitgliedstaat. Dort liegt der Sachverstand, dort sind die führenden Universitäten angesiedelt und das Parlament würde dabei natürlich letztlich souverän bleiben. Es könnte entscheiden, diese Vorschriften nicht anzunehmen, mit Folgen für unsere Mitgliedschaft in der Behörde und für unseren Marktzugang. Um möglichst reibungslos alles über die Grenze fließen zu lassen, also keine harte Grenze zu bekommen. Ich will das einmal erläutern. Ich möchte eine harte Grenze vermeiden zwischen Nordirland und Irland, der Republik Irland. Wir brauchen auch dort eine Zollvereinbarung. Das UK hat deutlich gemacht, dass wir die Zollunion verlassen wollen. Wir haben ja auch eine Zollunion mit anderen Ländern. Aber wenn das auf das Vereinigte Königreich angewandt würde, dann würde die EU Außenzollsätze für Großbritannien festsetzen. Und dann wäre es für uns nicht so leicht wie früher, die Querverbindungen aufrechtzuerhalten und zu verkaufen. Eine solche Regelung wäre nicht vereinbar mit einer sinnvollen, unabhängigen Handelspolitik. Wir hätten dann weniger Kontrolle als bisher über unseren weltweiten Handel. Und das werden auch die, die in der EU bleiben wollen, so nicht wünschen. Wir wollen also eine reibungslos funktionierende Grenze haben. Wir haben zwei potenzielle Optionen für die Zollregelung letztes Jahr vorgeschlagen. Erste Option, eine Partnerschaft im Zollbereich zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Die EU-Vorschriften würden spiegelbildlich umgesetzt an der Grenze, um die es geht, bei Waren, die im Vereinigten Königreich eintreffen und die für die EU gedacht sind. Wir würden dann wissen, dass alles, was in die EU kommt, über das Vereinigte Königreich mit den richtigen Zöllen belegt wird. Man brauchte dann keine Zollbearbeitung mehr, keine Zollbehandlung an der Grenze bei uns. Wir würden aber auch einen Mechanismus aufbauen, damit das Vereinigte Königreich die eigene Zoll- und Handelspolitik anwenden kann, bei Waren, die auf den britischen Markt kommen sollen. Wir haben ja früher schon dargelegt, dass dies die Mittel erfordert, um dafür zu sorgen, dass beide Seiten dem System vertrauen können. Wir brauchen noch Durchsetzungsmechanismen. Option Nummer zwei, eine sehr starke, straffe Regelung. Eine Reihe von Maßnahmen würden kommen, um Reibungen im Handelsbereich zu vermeiden, mit spezifischen Regelungen für Nordirland. Zuerst einmal geht es um die Anforderungen für den Grenzverkehr. Möglichst einfach sollten die aussehen. Also keine Ein- und Ausfuhrgenehmigung mehr für den Handel zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU. Und Waren zwischen dem Vereinigten Königreich und der übrigen Welt müssten über die EU fließen können, ohne dass EU-Zölle erhoben werden und umgekehrt. Zweitens Maßnahmen zur Vermeidung von Verzögerungen in Häfen und Flughäfen. Das Trusted Trader Scheme
wo man also den Handeltreibenden vertraut, könnte hier eingeführt werden. Drittens sollten wir unsere Zusammenarbeit weiterführen, um Zölle in Grenzen zu halten und Sicherheitsrisiken ebenso. Wir müssen die Zollanforderungen beibehalten und gleichzeitig auch weitgehend automatisiert arbeiten können. In Nordirland bestehen besondere Verhältnisse. Wir wollen eine harte Grenze vermeiden und denken an weitere spezifische Maßnahmen. 80% des Nord-Süd-Handels werden von Klein- und Kleinstunternehmen betrieben. Bei den kleineren Unternehmern also, die am stärksten betroffen sind, die aber keine systemrelevante Rolle spielen, da können wir daran denken, die derzeitige Praxis beizubehalten, ohne neue Einschränkungen aufzuerlegen. Bei den größeren Händlern würden wir gestrafte Verfahren einführen, ein System, wo man sich vertraut, ein Trusted Trader Scheme, das vereinbar wäre. Beide Optionen für unsere künftigen Zollregelungen würden bedeuten, dass Vereinigte Königreich die Zölle gegenüber Drittstaaten selbst festlegen kann. Das ist in einer eigentlichen Zollunion so nicht möglich. Ich räume ein, dass einige dieser Vorstellungen von der Technik abhängen. Wir brauchen stabile Systeme, Vertrauen, die Bereitschaft dazu, aber alle Seiten sollten das prüfen. Um bei den Waren zum Ende zu kommen, also ein Grundprinzip unserer Verhandlungsstrategie ist das, dass wir möglichst reibungslosen Grenzverkehr haben wollen, ohne eine harte Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland. Das ist möglich, meinen wir, durch unsere Verpflichtung, dass die entsprechenden Regulierungsstandards bei den Königreichs genauso hoch bleiben wie die der EU. Und auch für die Zollregelung soll das gelten. Gut, das würde unsere Möglichkeiten beschränken, bei Industriewaren unsere Standards abzusenken. Aber wir werden wahrscheinlich das gar nicht tun wollen, denn wir würden ja auch gegen Regierungen vorgehen wollen, die dagegen verstoßen. Es geht auch um die Landwirtschaft, um Getränke und so weiter. Wir verlassen ja die gemeinsame Agrarpolitik und wollen die Gelegenheit dabei nutzen, unsere eigene Landwirtschafts- und Fischereipolitik zu modifizieren. Wir haben mit die höchsten Standards bei der Tiergesundheit und dergleichen weltweit. Wenn wir die EU verlassen, werden wir diese Standards aufrechterhalten, auch im Umweltbereich, und unser nationales Erbe schützen und behüten. Unsere Standards werden mindestens so hoch bleiben wie die der Europäischen Union. Vor allem wird es darauf ankommen, für Flexibilität zu sorgen, um dafür Sorge zu tragen, dass die Chancen, die unser Ausstieg aus der EU bietet, für unsere Landwirte und Exporteure gewahrt werden. Auch der Ausstieg aus der gemeinsamen Fischereipolitik ist zu erwähnen. Wir werden unsere Vorschriften unter Kontrolle behalten, auch den Zugang zu unseren Gewässern. Im Rahmen unserer wirtschaftlichen Partnerschaft wollen wir aber zusammenarbeiten, um die gemeinsamen Bestände nachhaltig zu bewirtschaften, den Zugang zu regeln und die Fangmöglichkeiten für die britische Fischereiindustrie aufrechtzuerhalten. Wir wollen auch für offene Märkte für die Produkte der beiden Seiten. Wir brauchen bei den Waren also eine tiefer reichende Partnerschaft. Auch im Dienstleistungsbereich haben wir die Möglichkeit, neue Wege zu beschreiten mit mehr Regelungen. Bestimmte Aspekte beim Handel und bei den Dienstleistungen hängen mit dem Binnenmarkt zusammen, sodass unser Marktzugang hier anders aussehen muss. Aber neue Grenzen dürfen nur, wenn unbedingt nötig, eingeführt werden. Wir wollen EU-Dienstleister im Vereinigten Königreich nicht diskriminieren und wollen das andersherum auch nicht sehen in der EU. Wir wollen also die Zahl der Grenzen einschränken, die britische Unternehmen bei Gründungen in der EU behindern könnten und umgekehrt. Entsprechende Mobilität bei den Arbeitskräften muss möglich sein. Freiberufler, Unternehmen müssen auch in die EU aus Großbritannien sich bewegen können, und wir müssen auch am Telefon oder über das Internet Dienstleistungen anbieten können von Großbritannien aus. Das gilt in beiden Richtungen. Da unsere Qualifizierungsmaßnahmen bereits anerkannt werden, ist es sinnvoll, unsere Qualifizierung auch künftig anzuerkennen. Zwei Bereiche sind in einem Freihandels
Abkommen noch nie umfassend geregelt worden. Rundfunk und Fernsehen und trotz unserer Bemühungen in der EU die Finanzdienstleistungen, Investitionen. Wir haben aber Vorstellungen davon, wie dies geschehen könnte, und es liegt in unser aller Interesse, diese Frage nachzugehen. Im Rundfunkbereich wissen wir, dass wir nicht genau die gleichen Regelungen in der EU haben können wie im Augenblick. Wegen des Ursprungslandsprinzips, ein Land kann dann Rundfunksendungen in die gesamte EU im Augenblick aussenden. Die geltende Richtlinie wird dann nicht mehr weiterhin gelten. Wir werden andere Wege beschreiten müssen. Wir müssen Verbraucher und Unternehmen im Auge behalten. Wir haben sehr viele kreative Unternehmen und wir werden zur Entwicklung von Produkten weiterhin beitragen, die europäische Konsumenten brauchen. Wir haben rund 30% der Kanäle, die es in der EU gibt, in Großbritannien. Aber in vielen Fällen gibt es eine gesamte europäische Besitzstruktur. Und On-Demand-Dienstleistungen gibt es ebenfalls mit EU-Lizenzen. Wir werden also aufgeschlossen diese Fragen bearbeiten müssen, auch neue Formen der Anerkennung, grenzüberschreitende Rundfunk- und Fernsehsendungen angesichts der großen Rolle, die britische Unternehmen hier nicht nur bei uns spielen, sondern in der gesamten europäischen Kultur. Bei den Finanzdienstleistungen wird der Schatzkanzler nächste Woche darlegen, wie die Finanzdienstleistungen einbezogen werden können in eine tiefreichende, umfassende Partnerschaft. Es gibt Merkmale, die dem Binnenmarkt zugehören, dem wir dann nicht mehr angehören. Es kann auch nicht mehr einheitliche Vorschriften geben, bei denen wir nichts mehr zu sagen hätten. Das Vereinigte Königreich ist für die finanzielle Stabilität des größten Finanzzentrums der Welt verantwortlich. Unsere Steuerzahler tragen hier Risiken. Es wäre also unrealistisch, hier neue EU-Rechtsvorschriften automatisch in vollem Umfang bei uns zu übernehmen. Aber da britische Banken oder Banken mit Sitz im Vereinigten Königreich eine so große Rolle spielen und mehr als 1,1 Billionen Pfund über die Grenze hinweg als Kredite und so weiter vergeben worden sind im Jahre 2017, sehen wir, wo ein Verstoß gegen Präzedenzfälle die Volkswirtschaften überall treffen würde. In der wirtschaftlichen Partnerschaft muss unser Ziel darin bestehen, Zugang zu den Märkten des jeweils anderen erhalten zu können. Die brauchen die gleichen Regulierungsvorschriften, jedenfalls auf längere Sicht, mit entsprechenden Folgen, wenn das sich nicht machen lässt. Angesichts der starken Regulierung im Finanzdienstleistungsbereich und wir beide Risiken bewältigen wollen, brauchen wir einen kooperativen, objektiven Rahmen, der reziprok gilt, von beiden Seiten getragen wird, verlässlich ist und für Unternehmen also einen Grund für Vertrauen darstellt. In vielen Bereichen sind die Volkswirtschaften des Vereinigten Königreichs und der EU eng verknüpft, von der Energie bis hin zur Kultur. Bei der Energie wollen wir eine enge Energiezusammenarbeit mit der EU, Schutz des einheitlichen Elektrizitätsmarkts in Irland und Nordirland, Optionen für die weitere Beteiligung am EU-Markt für Energie. Es ist von Vorteil für beide Seiten, glaube ich, wenn wir uns enger mit der Euratom zusammentun. Im Verkehrswesen geht es auch um die Schifffahrt und die Bahn. Dienstleistungen. Das muss in beiden Richtungen wiederum gelten. Der digitale Bereich, da werden wir nicht Teil des digitalen Marktes der EU sein. Das wird sich dort weiterentwickeln. Dies ist ein innovativer, sich schnell entwickelnder Sektor, wo wir weltweit mitführend sind. Und es wird also darauf ankommen, dass wir im Inland flexibel bleiben, um dafür zu sorgen, dass der Regulierungsrahmen stets schnell und ehrgeizig auf neue Entwicklungen reagiert. Unsere Abmachung muss auch die justizielle Zusammenarbeit abdecken. Da haben wir bereits mit den Nichtmitgliedstaaten einiges vereinbart. Das Übereinkommen von Lugano ist da zu nennen. Und wir wollen auch eine umfassende Regelung, da wir einen neuen Ansatzpunkt haben. Und wir werden auch das Unternehmensrecht und das Urheberrecht berücksichtigen müssen für mehr Rechtssicherheit und mehr Kohärenz. Das UK ist auch für Wissenschaft und Innovationsvereinbarungen mit der EU, Austausch von Ideen, von Forschern und so weiter. Teilnahme Großbritanniens an EU-Programmen an der Seite der Partner. Wir wollen das ebenfalls
in Bildung und Kultur zu handhaben. Gemeinsame Werte wollen wir hochhalten und unsere intellektuelle Stärke weltweit beibehalten und weiterhin dazu beitragen, dass wir einen fairen Anteil an den entstehenden Kosten tragen. Überall sind kühne, kreative Gedanken gefordert im Interesse unserer Menschen im Vereinigten Königreich und in der gesamten EU. Angesichts eines beunruhigenden Anstiegs des Protektionismus können solche Vereinbarungen uns sicherlich in die Lage setzen, der Welt ein Beispiel zu geben. Denn die Welt schaut uns zu. Wir dürfen es nicht so sehen, dass wir die EU verlassen und dass das jetzt ein Ende ist. Das ist ein neuer Anfang für das Vereinigte Königreich und unsere neuen Beziehungen zum europäischen Verbündeten. Der Wandel ist kein Anlass zur Angst, zur Furcht, solange wir für das gemeinsame Wohl eintreten. Der Brexit ist auch kein Selbstzweck. Er muss eher das Mittel darstellen, mit dem wir die Stellung Großbritanniens in der Welt unterstreichen und die Bindungen deutlich machen, die uns zu Hause prägen. Die Schätze, die wir zu bieten haben, werden wir als in sich geschlossene Nation der Welt anbieten können. Das Vereinigte Königreich als Wiege der Innovation, führend bei den Industrien der Zukunft, Vorkämpfer des freien Handels, hoher Standards, ein tolerantes, nach außen blickendes Land, stolz auf die eigenen Werte und den Stellenwert in der Welt. So sehen wir eine Zukunft, der wir mit Vertrauen entgegenblicken können. Ein neues Großbritannien, das in der Welt eine umfassende Partnerschaft mit den Nachbarn in der EU anstrebt und über den Kontinent hinausreicht für Kontakte mit Nationen überall auf der Welt. Der Ansatz, den ich heute beschrieben habe, setzt das Ergebnis des Referendums um mit einer dauerhaften Lösung unter Schutz unseres Wohlstands. Wir wollen das Land aufbauen, das wir darstellen wollen. Unser Land muss zusammengeführt werden und das Vertrauen derjenigen gewinnen, die für den Ausstieg sich entschieden haben und diejenigen, die bleiben wollten. Wir sind eine große Familie von Gebieten auch in Übersee und jede Abmachung mit der EU wird uns in eine lichte Zukunft führen. Die Stabilität und die Kontinuität von Jahrhunderten der Selbstregierung dienen der Freiheit in Rechtsstaatlichkeit, dem Unternehmergeist und der Innovation, vor allem aber den Talenten und dem Geist aller unserer Menschen, gerade auch der Jungen im Lande. Das ist das Saatgut für den Erfolg in unserer Zukunft, wie das schon in der Vergangenheit als Grundlage für unseren Erfolg gewesen ist. Ich freue mich, mit unseren europäischen Freunden über unsere künftige Partnerschaft zu reden. Wir verlassen die EU und werden uns also abtrennen, aber wir bleiben Europäer, wir bleiben alle Europäer und haben viele Verbindungen, viele Werte gemeinsam. Nur wenn wir zusammenarbeiten, werden wir Lösungen finden können, die für alle unsere Völker Gültigkeit haben. Ja, es wird auf und ab gehen in den nächsten Monaten, wie bei allen Verhandlungen. Wird nicht jeder alles bekommen. Wir werden auch nicht aus der Bahn geworfen werden durch die einen oder anderen Ergebnisse. Genau wie wir auch nicht akzeptieren werden, wenn manche sagen, verzweifelt, das geht doch gar nicht. Wir werden auf die Position der anderen hören, sie berücksichtigen und ich als Premierministerin habe unserem Land in diesen entscheidenden Zeiten die Führung zu bieten, die sich hier als geboten erkennen lässt. Und ich werde also für Großbritannien und die EU mit Ihnen allen uns einsetzen. In einer Generation wird man nicht mehr an diese Verhandlungen denken, sondern die Frage prüfen, ob wir eine dauerhafte Lösung erreicht haben im Interesse der Menschen, denen allen wir dienen müssen. Unsere Botschaft an unsere Freunde in Europa ist also klar. Wir wissen, was wir wollen. Wir verstehen ihre Grundsätze. Wir haben gemeinsame Interessen daran, dass wir dies hinbekommen. Machen wir also weiter. Vielen Dank. Vielleicht noch einige Fragen von Seiten der Medien und dann auch Fragen aus der breiteren Öffentlichkeit. Laura, bitte.
Danke, Frau Premierministerin, BBC. Sie haben von harten Fakten gesprochen. Kann man das auch Kompromiss nennen? Vor vielen Monaten hat man das schon sehen können, kommen können, kommen sehen. Sie haben dann gesagt, Sie wollen einiges heraussuchen, einen Mix machen, obwohl die EU dagegen ist. Was können Sie der EU-Führung denn sagen, damit man sich dort anders besinnt? Ja, was ich heute gesagt habe, ist, wie ich meine, die richtige Brexit-Abmachung für Großbritannien. Ich glaube, das ist auch das Richtige für die Europäische Union. Und ich vertraue darauf, dass, wenn wir uns zusammensetzen, wir die Möglichkeit haben werden zu zeigen, dass diese gemeinsamen Interessen, diese gemeinsamen Nutzen deutlich werden aus meinen Vorschlägen. Die Europäische Union hat ja mit den eigenen Leitlinien, wie schon gesagt, darauf hingewiesen, dass man dort eine ehrgeizige, weitreichende Beziehung mit dem Vereinigten Königreich haben will, eine weitreichende Vereinbarung für die Zukunft. Und ich habe in meiner Rede die verschiedenen Bereiche beschrieben bei der wirtschaftlichen Partnerschaft, wo wir uns zusammensetzen wollen und über diese künftige Beziehung sprechen wollen. Wie gesagt, ich bin da voller Zuversicht, dass wir den richtigen Brexit-Deal für Großbritannien hinbekommen, denn das ist doch die richtige Vereinbarung für die EU, meine ich. Robert. Robert, auch von der BBC. Frau Premierministerin, Millionen von Menschen haben dafür gestimmt, die Kontrolle wiederzubekommen. Heute haben Sie nun aber gesagt, dass, um hier möglichst reibungslos voranzukommen beim Handel mit der EU, dass Sie dafür versprechen wollen, diese Kontrolle, die Sie da wiedergewonnen haben wollen, auch auszuüben. Was sagen Sie denn denjenigen, die für den Brexit gestimmt hatten? Was hat der Brexit überhaupt bringen sollen? Ja, diese Menschen wollten unser Geld, unsere Grenzen und so weiter, unsere Grenzen wieder unter Kontrolle bekommen. Und das wird auch so kommen. Das Parlament wird souverän bleiben und das Parlament wird diese Entscheidungen treffen. Es gibt Bereiche, wie ich das schon beim Thema Waren und Güter beschrieben habe, wo also die Wirtschaft sagt, es ist vernünftig, wenn wir da weitgehend wie bisher weiterarbeiten, damit diese gute Handelsbeziehung aufrechterhalten bleibt. Aber die Entscheidungen werden letztlich beim Parlament liegen. Ich habe gesagt, dass bindende Verpflichtungen kommen müssen, wie bei allen Handelsvereinbarungen. Da setzt man sich zusammen, man erarbeitet etwas, die Regeln, die für beide Seiten gelten sollen, gerade auch, wie schon beschrieben, in Fragen des Wettbewerbs und der staatlichen Beihilfen. Das werden wir bei den Verhandlungen tun. Wir werden aber die Kontrolle unserer Grenzen wiederbekommen, unserer Gelder. Wir werden da nicht riesige Geldsummen jedes Jahr an die EU auf Dauer überweisen. Wir werden dafür sorgen, dass wir auch unsere Gesetze unter Kontrolle haben und dass unsere Gerichte da entscheiden. Faisal, bitte. Ja, ich komme von Sky News. Frau Premierministerin, Thema Zoll. Die Zollpartnerschaft, diese Option, ist das Ihre Option Nummer eins? Die Blue Skies Option hat man das, glaube ich, genannt vor einigen Monaten. Die Schönwetterlösung gewissermaßen. 5 Jahre soll es wohl dauern, bis man beim Zoll das so hinbekommt. Die würden dann so lange in der Zollunion bleiben. Sie sagen, sie wollen das Land wieder zusammenführen. Einige wollen ja eine Zollreform reformieren. Manche von den Unternehmen sind hier als Vertreter dabei und haben zugehört. Kommt das alles so wie bei der Abstimmung beschlossen beim Brexit? Ich habe darauf hingewiesen, als Vertreterin der Regierung, dass wir zwei Optionen vor uns sehen. Eine Zollregelung, die uns in die Lage versetzt, Handel zu betreiben, eine eigene Handelspolitik auszuarbeiten, Handelsabmachungen mit anderen Staaten auf der Welt, aber auch dafür zu sorgen, dass wir möglichst reibungslos über die Grenze hinweg handeln können und dafür sorgen, dass wir keine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland bekommen. Was ich jetzt tun möchte, und das habe ich auch schon gesagt, dem irischen Ministerpräsidenten habe ich dazu gestimmt, als ich ihn kürzlich in Belfast traf, wir wollen jetzt die Einzelheiten besprechen und diese Option nehmen.
näher prüfen mit den jeweiligen Partnern, damit wir dafür sorgen können, dass wir tatsächlich vorankommen und die Lösung finden, die hier richtig ist. Damit also keine harte Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland entsteht. Möglichst reibungslos muss das ablaufen, auch gegenüber dem Rest der EU. Und wir werden dann unsere eigene unabhängige Handelspolitik weltweit entwickeln können. Ich glaube, die meisten Menschen wollen. Ja, soweit die Rede von Theresa May, der britischen Premierministerin, wie sie sich den Brexit vorstellt. Das Ganze möchte ich gerne einordnen. Graham Lucas ist noch bei uns, britischer Journalist und Großbritannien-Experte. Vor 45 Minuten haben Sie mir hier im Studio gesagt, Sie hätten wenig Erwartungen an diese Rede. Welche Bilanz ziehen Sie? Also ich war ein klein wenig überrascht, dass sie zum ersten Mal gesagt hat, dass man natürlich nicht die Bedingungen bekommen wird, die man jetzt als Mitglied hat. Und sie versucht klaren Wein einzuschenken, und dieser Prozess muss jetzt ernsthaft beginnen, dass die Briten sich ernsthaft mit diesem Szenario, was auf sie zukommt, auseinandersetzen. Also ich habe ganz deutlich die Handschrift der Hardliner gesehen. Mhm. Also keine Rolle für den Europäischen Gerichtshof. Das bedeutet im Grunde genommen auch, dass wir ein Aus für die Zollunion haben, ein Aus für den Binnenmarkt und keinerlei Lösung für Irland. Sie hatte ja drei Punkte erwähnt, die sind ja bekannt. Man redet seit Monaten darüber. Die Technik gibt es einfach im Moment nicht her, was sie ja denkt. Mhm. Dass jeder Laster, der über diese Grenze rollt in Irland, irgendwie gescannt wird und die Inhalte werden dann erfasst und dann werden Zölle berechnet und so weiter und so weiter. Das kann man im Moment vergessen. Vielleicht in 5 oder 10 Jahren steht sein System, aber im Moment ja nicht. Mhm. Auch was die Handelsabkommen angeht, war sie ziemlich klar und hat gesagt, Großbritannien möchte mit jedem Land frei aushandeln. CETA hat sie ausgeschlossen, also ein kanadisches Modell, das norwegische Modell hat sie ausgeschlossen. Kann sich die EU darauf einlassen? Also eigentlich frage ich mich die ganze Zeit, warum Großbritannien mit diesen Forderungen überhaupt die EU verlassen will. Denn letzten Endes fordert sie eine Art bessere Mitgliedschaft für Großbritannien. Mhm. Also, und das wird ja auch die Gefahr für die EU sein. Denn wenn die EU diese Bedingungen, die Theresa May da dargelegt hat, akzeptiert, dann werden mit Sicherheit andere kommen und sagen, na ja, das passt mir auch, könnte ich auch gut gebrauchen. Also ich denke, die EU wird bei der Politik bleiben, dass sie sagt, es wird Kanada sein, also so in diese Richtung. Mhm. Und der Streit wird wahrscheinlich sein, wie viele Pluszeichen setzt man hinter Kanada. Mhm. Also David Davis, der Minister für den Brexit, hatte gesagt, Kanada plus, plus, plus. Und man hört so quasi heute raus, dass Frau May meint, das reicht ja nicht. Also es geht weiter und möchte bei europäischen Agenturen arbeiten. Also da merkt sie schon, was sie verliert, wenn Großbritannien nicht mehr dabei ist. Und da war immer wieder die Rede davon, wir wollen mitreden, wir wollen mit an Regelungen arbeiten und so weiter und so weiter. Kann mir nicht vorstellen, dass die EU das akzeptiert. Aber sie hatte etwas als Köder rausgeworfen, nämlich, wenn ich das richtig verstanden habe, würde sie für die Mitarbeit in diesen Institutionen auch zahlen wollen. Immerhin. Ein paar Goodies gab es. Ein paar Goodies, ja. Ihre Einschätzung blickt nach vorne. Wie geht es jetzt weiter? Die Verhandlungen laufen weiter, nach dem, was wir heute gehört haben. Sehen Sie Licht am Ende des Horizonts, dass man jetzt schneller in irgendeiner Form zu einer Einigung finden kann? Also ich finde, das wird extrem schwierig sein. David Davis, der Brexit-Minister, hat vor einigen Monaten gesagt, die letzten 6, 8 Wochen werden ein Poker sein, ein Pokerspiel ohne Ende mit sehr hohen Einsätzen. Ich denke, es wird genauso kommen. Theresa May wird David Davis diesen Auftrag aus dieser Rede, was abgestimmt ist mit dem gesamten Kabinett, wird sie auf den Weg gehen, geben. Und dann werden natürlich die EU-Unterhändler unter Michel Barnier sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Aber etwas macht mich schon ein bisschen stutzig. Diese tiefe und besondere Beziehung, die Theresa May möchte für Europa,
das schaffen wir jetzt nicht bis Oktober. Und das muss stehen bis Oktober. Es wird sehr knapp werden. Vielen Dank, Graham Lucas, für Ihre Einschätzung. Ich muss mit Blick auf unsere Sendezeit unterbrechen. Dankeschön.